Neben mir steht Felix Fock und wir haben uns hier nach dem Turnier jetzt getroffen, um den dritten Teil des Videotagebuchs anlässlich der internationalen Vielseitigkeit hier in Radolfzell aufzunehmen. Herzlichen Glückwunsch, du bist Zweiter geworden, als Führender eingeritten. Das ist auch nicht immer ganz einfach, oder? Ja, danke schön. Also es war wirklich sehr knapp. Ich hatte ja 0, irgendwas Vorsprung nur und somit durfte ich mir nicht mehr einen Zeitfehler erlauben. Und das Pferd kann normal 0 gehen, aber ja, da bin ich wohl einmal zu viel an die Stange rangekommen und dann hatte ich schon den Fehler. Der Parcours war aber auch sehr anspruchsvoll und auch von der Zeit her sehr, sehr knapp bemessen. Ich fand ihn jetzt normal, also normale 2-Sterne-Höhe, aber natürlich, wenn man in Führung liegt, sieht man den, glaube ich, immer einen Tick schwieriger, auch wenn man sich nichts erlauben darf. Und ja, beide Parcours, auch die 1-Sterne, war sehr knapp bemessen, was ich auch nicht so schlimm fand jetzt, dann hat es auch nochmal alles durcheinander gewürfelt. Du bist aber nicht nur in der 2-Sterne-Prüfung und auch in der 1-Sterne-Prüfung warst du ja auch platziert, richtig? Ja. Du bist auch 7. geworden. In der Meisterschaft, baden-württembergischen Meisterschaft? Habe ich gewonnen, ja. Hast du gewonnen. Und das hat dir ein Vollbart eingebracht. Ja, ich habe mich jetzt gerade nochmal geduscht, aber davor musste ich leider, als ich aus der Sattelkammer rauskam, haben mich zwei Jungs von hinten gepackt und haben mich dann ins Wasser gezerrt. Wie geht die Saison weiter für dich? Ja, ich nehme an, dass ich die zwei jetzt, wo ich auch hier geritten habe, dass ich die immer so ein bisschen auf 1-2-Sterne-Niveau reiten werde und dann vielleicht einen mit zur Euro nehmen kann. Okay, wir wünschen toi 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 und dann sehen wir uns das nächste Mal, glaube ich, in Hohenberg-Grosemark, hast du gesagt. Ich hoffe es doch. Dankeschön. Danke.